Wir kennen alle die Situation, dass wir abends mal da sitzen und uns echt fragen, eieiei, was gucke ich denn jetzt? Genau aus diesem Grund freue ich mich, dass du auf meinem Kanal gelandet bist und vielleicht sogar schon ein Abonnent bist, weil ich spreche wöchentlich neben den anderen Videos von mir Serien- oder Filmempfehlungen auf Netflix aus. Von daher solltest du noch kein Abonnent sein, dann klicke gerne unten auf den Button, um wie gesagt keine zukünftigen Film- oder Serienempfehlungen zu verpassen. Und du kommst nie wieder in diese eklige Situation. Den Film, den ich euch heute kurz vorstellen möchte, Betonung auf kurz, weil ich möchte nichts spoilern, das soll nur ein kleiner Teaser quasi sein, um euch zu motivieren, diesen Film oder entsprechend diese Serie zu schauen. Der Film heißt The Guilty, läuft jetzt seit kurzem, seit letzter Woche auf Netflix und ist mit dem Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal ist ein degradierter Polizist, der in eine Notrufzentrale versetzt wurde. Als wäre das nicht genug, toben in Los Angeles auch gewaltige Waldbrände. Plus er kommt nicht auf sein Leben klar, weil er einen Gerichtsprozess erwartet. Also die Main Story ist, dass er neben diesen ganzen Anrufen über normale Dinge wie ich bin vom Fahrrad gestürzt oder bitte hilf mir, eine Prostituierte hat mich ausgeraubt oder sowas, eine Anruferin erhält, die entführt wurde. Ab da wird's so richtig, richtig krank, weil das ist nicht wirklich eine normale Entführung. Ich würde da auch nicht zu viel vorweg sagen, weil das müsst ihr einfach selbst erleben, glaubt mir. Was den Film aber so nice macht, ist aber, dass Jake Gyllenhaal so richtig emotional schauspielern kann. Das zeigt sich dadurch, dass auch keine Szene irgendwie draußen gefilmt wird, sondern wirklich alles innerhalb dieser Notrufzentrale stattfindet und man eigentlich fast die ganze Zeit das Gesicht von Jake Gyllenhaal sieht und wie er mit dieser Situation umgeht. Extrem temperamentvoll, ich vergleiche es gerne mit dem Jake Gyllenhaal aus Prisoners. Die Mädels werden jetzt sicherlich denken, ach so, jetzt gucke ich den Film erst recht. Ja, ich habe von vielen gehört, dass Jake in dem Film Prisoners ziemlich attraktiv sein sollte. Könnt ihr ja mal bewerten anhand dieses Bildes. Also wie gesagt, er ist sehr, sehr loco, weil an diesem Tag einfach sehr viel schief geht und er versucht sehr vieles parallel zu handeln. Einmal diese Entführung, dann wie gesagt noch sein Beruf da, ne, mit dem Gerichtsverfahren plus halt familiär ein paar Geschichten. Die Empfehlung ist auf jeden Fall, schaut euch das Ganze an. Sehr, sehr krass gemacht, sehr, sehr interessant gemacht, sehr, sehr schauspielerisch gut gemacht von Jake. Inspiriert wurde das Ganze aber von dem absolut selben Film, nämlich The Guilty aus Dänemark. 2018 kam The Guilty auch in Dänemark raus. Selbe Story, wirklich 1:1. Ist auf Amazon Prime Video. Also sollte hier jemand auch die europäische Version sehen wollen, dann schaut dort gerne mal vorbei. Ich habe beide gesehen und ich kann sagen, beide sind sehr, sehr gut. Fangt auf jeden Fall mit dem amerikanischen an auf Netflix. Krass gemacht, ist ein heftiger Thriller. Ohne viel Action, also die Action entsteht wirklich in deinem Ohr. Also im Ohr von Jake, weil er halt die ganze Zeit telefoniert. Wild, sehr, sehr wild. Ich bin sehr gespannt, was du über den Film sagst, also pack ihn dir gerne auf deine Watchlist. Ansonsten, falls hier welche sind, die den Film schon gesehen haben, dann ja, schreib doch mal unten in die Kommentare, wie gut oder wie schlecht, kann ja auch sein, du ihn findest. Also Leute, viel Spaß bei dem Film, die nächste Empfehlung folgt, sobald ich ja was sehe, was sich lohnt, ne, dann teile ich das. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal, Peace!